Ich gucke nochmal mit dem komischen Fernlenkding, was sich da gerade geändert hat. Irgendwas. Nichts weiter, ne? Wow. Ach so. Oh, nee. Da, genau. Ich jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht. Okay. Dafür war es nicht gedacht. Dann rennen wir mal seine komische Linie hier lang. Dieses Spiel nenne ich Joker sagt. Und jetzt sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien wird. Was ist denn jetzt gerade? Wenn ich versuche, ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Hast du als Kind auch versucht, die Nationalhymne zu singen? Das war falsch. Dieser Gentleman meinte doch, er könnte es. Machen wir uns einen Spaß und schauen wir, wie er sich unter Strom schlägt. Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine Kindheit. Der Geschmack von Popcorn. Das hat an der Fahrgeschäfte, der Geschmack von toten Pennern unter der Promenade. Ach, die gute alte Zeit. Ach, gut. Ging nicht weiter. Und weiter geht's. Ich glaube, du musst noch an deine Humor arbeiten. Du hast heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du weißt doch. Ein Lächeln am Abend ist besonders erlaubt. Jetzt renne ich schon wieder falsch. Bin schon wieder falsch gelaufen. Genau. Und da bin ich auch schon. Welcome to the party! Oh, die haben jetzt wieder so einen Dicken mit dabei. Die immer so übel aggro werden. Mensch, misch dich doch ein, wenn du dran bist. Jo. So, jetzt. Typ! Komm, erstmal wieder die Kleinen hier. Mensch! So wie wir die jetzt gerade quatschen, von der Storyline her, will ich natürlich auch nicht unterbrechen, deswegen rede ich etwas wenig.
Aber jetzt sind wir wieder dabei. Dann können wir was Neues aussuchen. Na gut, hiervon anscheinend nicht so toll. Was ist das? Verbessere die Unterbrecher, um die Lautsprecheranlage in Jägerbegegnung kurzzeitig zu unterbrechen. Och, nö. Dann nehme ich mir doch lieber ein bisschen Defense. Genau. Das ist so, dass ich ein bisschen mehr Kloppe kriegen kann. Ach, guck an. Mehrere Gegner gleichzeitig betäuben. Das klingt auch ganz gut. Nehmen wir das mal mit. Dachtest du, könntest dich verstecken, hä? Gute Nacht. Wer sind Sie? Ich bin hier, um zu helfen. Es gibt noch mehr von Ihnen. Sie haben meine Kollegen. Sie zwingen sie. Keine Sorge. Ich finde sie, bevor etwas passiert. Okay, beeilen Sie sich. Keine Spur von der Fledermaus. Wäre es okay, wenn wir die Typen abknallen? Ja, warum nicht? Legt los. Er sagt, wir können sie töten. Ich hab gar nicht reagiert. Ich hab gedacht, da kommt noch ein... Kommt noch ein Move. Schon wieder so ein Digger. Na, jetzt lädt einer eine Waffe durch. Ach, geh aus dem Weg, Mann. Komm, pack die Waffe wieder weg. Ja, mach mal. Komm, hier. Bam. 41. Die Geiseln sind in Sicherheit. Ich muss zum Penthouse und den Joker aufhalten. Gut, gut. Dann tun wir das mal. Ach ja. Müssen wir auch langsam da sein, oder? Was jetzt? Will er mich nicht reinlassen? Doch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Zünder dieser Bomben ist auf den 31. Dezember gestellt. Mit meinem kryptografischen Sequenzer sollte ich sie entschärfen können. Gefunden.
Hä? Wo ist Neues? Hm, jetzt. Du konntest einfach nicht bis Neujahr warten. Hm? Dann geht das Feuerwerk halt früher los. B plus Leerstas. Achso! Gott, oh Gott. Ob ich das gerallt habe gerade. Meine Güte, kaum zu fassen. Haben wir das im Kasten? Ja, wir sind immer noch auf Sendung. Hier ist Vicky Vale, live am Gotham Royal Hotel, wo es gerade eine gewaltige Explosion gegeben hat. Und jetzt scheint es, als sei der Batman von der Druckwelle aus dem Gebäude geschleudert worden und dass er jetzt unter unserem Hubschrauber hängt. Moment, was ist das? Mehrere bewaffnete Männer haben sich auf dem Balkon versammelt. Wir haben Waffen. Wir müssen... Nach Jahren sporadischer und nie bestätigter Sichtungen ohne Aufzeichnungen haben wir die Fledermaus diese Nacht zweimal gesehen. Und ach, jetzt muss ich das selbst machen. Könnte das eine neue Ära für den selbsternannten Ordnungshüter bedeuten, wird er eine Person der Öffentlichkeit. Eins jedoch ist sicher, nach dieser Nacht wird der Name Batman jedem in Gotham ein Begriff sein. Jetzt kann ich wenigstens wieder richtig steuern. Das war ja gerade ekelhaft, wenn man die Sicht nicht verändern kann. Seine Söldner fand ich jetzt nicht besonders. Ich habe die Explosion am Gotham Royal in den Nachrichten gesehen. Sind die Hotelgäste in Sicherheit? Nein, sind sie nicht. Sir, geht es Ihnen gut? Ihr Tonfall? Alles in Ordnung, Alfred. Ich hatte schon mit Psychopathen zu tun, aber das hier... In dem Hotel wurden Leute auf eine Art getötet, die ich... Sir, ich schlage Ihnen dringend vor, Captain Gordon anzurufen. Er könnte ein wertvoller Verbündeter sein. Ich brauche keine Verbündeten. Oh ja, dann halt nicht. Wie ich sehe, wurden die Männer des Jokers eliminiert. Gute Arbeit. Aber denk daran, dass die Fledermaus unser Hauptziel ist. Wir müssen wachsam bleiben. An uns kommt er nicht vorbei. Und das ist der einzige Weg ins Penthouse. Hoffen wir, dass du recht behältst. Aber nur die Zeit wird es zeigen. Die Fledermaus kommt. Ich muss... Na ja, komm, irgendein paar können wir dann aufhängen hier. Den zum Beispiel. Den machen wir mit dem Teil kaputt. Bam, auch weg. Dann machen wir jetzt. Komm, einen haben wir noch. Da sind noch ein paar hier. Und Minen liegen da auch. Toll. Ist das der Ernst? Jetzt haben sie die Statuen. Auch mit Minen oder sowas versehen.
Was ist denn los? Ah, jetzt. Na, komm mal hier lang. Links. Sehr schön. I'm waiting for you. Ey. Ey. Weg. Weil ich Batman bin, Mann. Wollte. Und weg. Ist er etwa übermenschlich? Nein. Aber ich bin besser als du, kleiner Spacken. Na komm, baller nochmal. Gib dir das gleich zum Frühstück, Junge. Brand 60, ich bin beim Royal. Hat jemand sich Kontakt zum Fledermaus? 6-4, er ist auf dem Weg zum Penthouse, um Sionis zu treffen. Gut, wenn sie runterkommen, werden wir sie erwarten. Geht in Position. Warum macht das leise auf? Was verpasst? Achso, weil ich hier eigentlich gar nicht lang musste. Herzlichen Glückwunsch. Ich will zum... Ach da. Unten, oder? Nee. Und dadurch bin ich reingekommen. Ich brauche jetzt den Eingang zum Penthouse. Ich denke, dass ich dann hier doch gar nicht so falsch lag. Oh. Plansch mal, ist auch gut. Aha. Und ab zum Penthouse, wo? Von dir vorbeizuschauen. Und gerade rechtzeitig. Er gehört mir, Payaso. Denk dran, du hast dein Wort gegeben. Du hast eine Minute. Wo der herkommt, hat wohl niemand Manieren. Also... In meinem Haus ist es Tradition, dass jeder ein Geschenk an Heiligabend öffnet. Wie wär's damit? Und ein Rebhuhn in dem Birnbaum. Wie viele Leben hast du gerade ausgelöscht? Keine, glaube ich. Das war nur, um die Vorfreude zu steigern. Eine Baustelle, die mir die Sicht versperrt hat. Aber das hier wiederum. Diesen Moment gewartet. Mit deinem Tod finde ich Frieden.
OMG. Halt mal, ich habe einen Stufenanstieg. Da will ich doch vorher noch ein kleines Gimmick aktivieren. Ja, ich glaube, da haut mir gleich ein paar rein. Dann nehmen wir mal das Schlagabwehr. So, wie schalte ich dich am besten aus? Ich werde dich in den Staub. Ich lüge, wie du zerbrechst. Oh Gott. Mensch, der nervt ja jetzt schon. Ja, jetzt muss ich weg. Nee. Eine Probe deiner Gewandtheit. Jetzt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Mach dich bereit. Was? Ultra betäuben? Bring ihn um! Konnte er doch auch mal. Drück hier rechts, klick wie Sau. Oh nein, jetzt macht er. Sir, ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie sich umbringen. Ich rufe Captain Gordon. Nein, nicht jetzt! Oh nö. Der mit seinem Hulk-Sirup, scheiß da! Jetzt kriegst du wieder aufs Maul. Komm. Ah.
Nein! Oh, jetzt wird er wieder aggro. Oh Gott. Und wieder seine Aggro-Schiene. Das ist komplett aus, oder was? Deine Zeit ist gerade abgelaufen. Wartung weg! Wiederhole, Wartung weg! Das Gewicht auf den Boden, oder wir... Das nenne ich mal eine Party! Auf dem Dach wird's mir zu heiß. Du hattest Glück. Was denkst du, wo du hin willst, hä? Wieso machst du sowas nur? Eilmeldung! Ich bin derjenige, der dich töten will! Das waren zwei sehr, sehr schlechte Menschen. Die Dinge, die sie getan haben, das willst du gar nicht wissen. Sie haben den Tod verdient. Genau wie ich. Halt! Keine Bewegung! Ich glaube, er meint dich. Schnallt ihn ab! Los! Lassen Sie mich raten. Er ist entkommen. Bringen Sie ihn nach Blackgate. Wo ist er hin? Wer? Die Fledermaus. Dein Partner. Partner? Wer springt denn sonst von einem Gebäude, um deinen wertlosen Arsch zu retten? Wissen Sie, Officer, dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Psychiatrische Beurteilung. Über Tag, die Cops hier. Immer auf die Kranken und Wehrlosen. Sag mal, Schätzchen, hattest du je einen richtig üblen Tag? Und was wollen Sie damit sagen? Das solltest du doch am besten wissen. Es gibt nichts Übleres als die Erinnerung. Diese fiesen kleinen Stromstöße, unerwünschte Partygäste schreien durch deine Synapsen.
unvermeidbar, unerbittlich und gar nicht freundlich. Es gibt nicht mal die Flucht in den Wahnsinn. Und dann triffst du jemanden, der dein Leben ändert und merkst, dass du nicht einmal mehr weißt, wer du bist. Hast du mich jetzt auch vergessen? Ist es nicht lustig, wie eine kleine Begegnung Stücke aus deinem Leben reißen kann, deine Erinnerungen und Persönlichkeit verzerren kann, bis du alles in Frage stellst? Und als du merkst, wie irre alles ist, schallt dein Gelächter von den Wänden deiner eigenen Einsamkeit. Oh. Da brauche ich mehr Details. Wie wäre es mit Wortassoziationen? Das klingt entzückend. Okay. Einer noch. Und ich will, dass Sie bei diesem ernst bleiben. Schicksal. Weißt du, was lustig ist? Ich dachte immer, das Schicksal wäre böse. Vorherbestimmt, nicht durch höhere Mächte, sondern die Regeln der menschlichen Natur. Aber heute Nacht hat sich alles geändert. Was hat sich geändert? Hattest du je das Gefühl, dass dein ganzes Leben nur auf diesen einen Moment hinarbeitet? Und so fühlen sie sich? Ja, jetzt schon. Jetzt verstehe ich, dass die Kämpfe, die üblen Tage, die Brutalität nur die Hand des Schicksals war. Also betrachten Sie das Schicksal jetzt anders? Allerdings, jetzt verstehe ich, es gibt keine Zufälle. Es war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, die ich heute Nacht getroffen. Sie haben jemand Besonderes getroffen? Ja! Und man könnte sagen, es änderte alles. Alles? Absolut. Ich meine, verstehst du, in was für einer Welt? Wie einsam es ist, allein durch all das Elend und den Dreck zu laufen? Es ist schon einsam, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Du verstehst es. Selbst in einem Pack anderer Wahnsinniger bist du so allein, dass du um dich treten und schreien kannst, so laut es geht. Und niemand juckt es, als gäbe es dich gar nicht. Was für ein Gefühl erzeugt das? Ich fühle mich hilflos. Schwebend. Als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen. Und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich... doch... Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm. Es ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Name ich noch nicht mal kenne. Ach, mein Name ist Harleen. Harleen. Oh Gott. Ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh. Ich hab nicht viele Freunde. Tja, Harley. Jetzt hast du einen. Oh Gott. Ah!
Wieso machst du das nur? Eilmeldung! Ich bin derjenige, der dich töten will! Warte. Warum tust du, was du tust? Master Bruce, es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt, Alfred. Ist evakuiert. Wir haben Bomben unter Fundament gefunden. Die gleichen wie am Royal. Irgend so ein zugeknallter Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat 6 Cops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja. Ich hab die Leiche gesehen. Holz kommt. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht-letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Werk. Natürlich würde ich empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tun Sie an. Und wieder ein Stufenanstieg. Na, das war doch gerade mal ordentliches Cinematic, wa? Das hat mich gerade wieder gefühlt wie in einem Film, wo ich mit interagieren kann. Finde ich sehr geil gemacht. Was haben wir hier? Nahkampf durch kritische Konter verdoppelt sich der Schaden des Konters. Nehmen wir doch mal. So. So, und holen wir auch mal die Klebergranate. Also werden Sie es wohl nicht testen, oder? Es nennt sich Praxistest, Alfred. Genau. So, dann legen wir mal direkt wieder los, ne? So, wo wollen wir denn hin? Gibt's denn kein Hauptziel? Dein nach Burnley müssen wir, da können wir auch nicht hinreisen. Also erstmal hier hin und dann zu Fuß weiter. Bruce, ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Sie sind diesen Killern unterlegen und... Was? Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fonds und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich will nicht, dass Sie deshalb sterben. Alfred, wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Hier bist denn ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen das und den Raubtieren. Sein. Nein, doch nicht mag sein. Es ist, wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt. Das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Morddämmerung